Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Backpack Battles. So, wir haben unten die Klassenübersicht, wir haben ein grünes Blatt, wir haben so ein Feuerding, wir haben so einen Sarg mit dem Totenkopf drauf und einen Wolf mit einer Blitznarbe. Die hat ein Schwert, das gefällt mir aber sehr. Na, der Zeichenstil ist schon relativ eindeutig. Na gut, wir nehmen auf jeden Fall die mit dem Schwert. Neues, ungewertetes Spiel. Greif einfach, was du haben möchtest. Du kannst mich immer fragen, indem du mich anklickst. Ich mag, wie sich das anfühlt. Magst du das? Rotiere Gegenstände, damit sie besser in deinen Rucksack passen oder um ihre Effekte auszurichten. Was zum? Okay. In unser Ding ziehen. Knoblauch. Alle 4 Sekunden erhalte 3 Schild, 30% Chance, einen Vampirbiss von deinem Gegner zu entfernen. Vampirismus. Braucht man das alles? Ein Bettstein klingt doch gut. Oder wir haben 12 Gold. Ich kann es einmal erneuern. Ist ja fancy wie so eine alte Klospülung. Oh, ein Schwert. Oh, nur ein Holzschwert. Nehmen wir lieber die Bratpfanne. Macht definitiv mehr Schaden. Okay. Macht extra Schaden gegen Kartoffeln. Na, das hoffe ich doch. Heilkräuter auch nicht verkehrt. Das ist aber gerade teuer. Taschensand. Stein. Schaden 0,9 pro Sekunde. Nimm mal Heilkräuter. Und jetzt wird schon knifflig mit dem Geld. Wir können auch Taschensand ausrüsten. Oder ein Stein. Kann man das irgendwie gescheit ausrichten? Ich meine, das hat so Sternchen drumherum markiert. Okay, Felder, die mit leerem Sternchen markiert sind, werden zu vollem Sternchen, wenn der Effekt dort angewendet werden kann. Okay. Kann anscheinend hier nicht angewendet werden. Nö. Ja, dann lasst uns mal kämpfen mit unserem Scheiß-Inventar. Mit dem Rucksack in den Kampf. Für Freundschaft und Gold. Hey, die hat denselben Charakter wie ich. Oder der. Das sind ja echte Spieler hier. Ich glaube aber, ich gehe drauf. Mach was. Nein, ich gewinne. Ist ein Autobattler, also kein Wunder. Ich drücke hier nichts. Mensch, dem haben wir es aber gezeigt. Obwohl der eigentlich auch ähnlich wie wir waren. Keine Ahnung, warum das jetzt geklappt hat. Aber wir haben 11 Gold bekommen und erhalte eine grüne Pyramide. Also das sind Dorn. Verursacht einen Schaden pro Marke, wenn du mit einer Nahkampfwaffe getroffen wirst. Okay. So ein Schild wäre natürlich auch praktisch. Vielleicht unsere Pfanne mal verschieben. Schild kommt da rein. Schatzschatulle. Laden betreten, erzeugt einen ledierten Edelstein. Edelsteine werden nun im Laden angeboten. Rucksackerweiterung, ganz wichtig. Und noch 3 Gold. Das reicht ja für nix. Nehmen wir noch einen Stein dazu. Weiß aber nicht, wie ich das ausrichten muss. Ist das von links nach rechts? Spielt die Reihenfolge eine Rolle? Wieso habe ich jetzt 2 Steine? Ah, wird schon einen Grund haben. Wird schon irgendeinen Grund haben. Jo, ich muss sagen, ich habe noch keine Ahnung. Mit dem Rucksack in den Kampf. Verteil ein paar Schellen für mich. Ich gebe mein Bestes. Au, au. Hau ihr aufs Maul. Was hat die denn für einen Buff? Glück. Will nicht, dass die Glück hat. Komm, hau ihr aufs Maul. Weiter so. Nein, wir kriegen aufs Maul. Nein. Du musst es stärker hauen. Du musst es stärker. Scheiße. Was ist denn jetzt passiert? Na, wenigstens habe ich wieder ein bisschen Gold. Ein Dolch wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Du kannst Gegenstände reservieren, falls du sie später kaufen willst. Klicke auf das Preisschild oder rechtsklicke den Gegenstand. So eine Banane im Inventar schadet bestimmt auch nicht. Alle 5 Sekunden heile um 4 und regeneriere ein Ausdauer. Aha. Ja. Spezialeffekte nicht. Oh, die Banane ist ein Spezialeffekt dazu. Die können wir doch irgendwie. Hier haben wir unser Lager. Können wir ablegen. Kann man das nicht irgendwie geschickt
gucken. Wieso zählt jetzt nur eins? Da liegt auch eine Banane. Irgendwie kompliziert das Spiel. Ah, ganz gut bewertet. Ein Sparschwein, das brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen die Kohle. Aha. Und hier die Heilkräuter helfen auch. Aber noch Geld. 5 Stück. Noch ein Bettstein. Also wir haben noch Hammer. Anscheinend gut für das Holzschild. Aha. 4 Gegenstände aktivieren 20% schneller. Das klingt eigentlich auch nicht schlecht. Vielleicht nehmen wir dann so einen Stein weg. Ein Gold erhalten. Drachenklon. Ja. Nee, was war der Drachenklon? Das sind einfach Handschuhe, okay. Irgendwie. Ne? Ab in den Kampf. Sie sollten all deine Sachen fürchten. Das hoffe ich doch. Oh, die hatten Besen dabei. Das müssen wir aber gewinnen. Aktivier dich, Banane. Ich glaube, das haben wir in der Tasche. Komm schon aufs Maul. Also wie gesagt, das ist ein Autobettler. Ich sehe hier nur zu, wie der Gegner oder ich selber versage. Aber diesmal haben wir gewonnen. Und wir haben ein bisschen mehr Geld. Jetzt haben wir Drachenklauen. 10% Chance, Totenkopf zu widerstehen. Während Kampfrausch Sternchen Gegenstände aktivieren. 40% schneller. Also Totenkopf ist Gift. Verursacht einen Schaden pro Marke alle 2 Sekunden. Kampfrausch, du bist mächtiger während des Kampfrausches. Super. Felder, die mit Sternchen markiert sind, werden zu Helmsternchen, wenn der Effekt dort angewendet werden kann. Okay, da kann ein Effekt angewendet werden. Bauchtasche, fügt 2 Rucksackplätze hinzu. Enthaltene Gegenstände aktivieren 10% schneller. Ja, vielleicht. Vielleicht die da. Und das ist jetzt nicht mehr verknüpft. Ah nee, weil die rechts und links gehen. Irgendwie so Bratpfanne. Okay, das sieht schon mal besser aus. Jetzt habe ich 2 Sternchen, was auch immer das bringt. Also das war ja wichtig für Sparschwein. Warum auch immer. Hier oben wird nichts für Sparschwein. Dann können wir nochmal Heilkräuter kaufen. Falls das Sinn macht. Kohlestück, 70% Chance plus 1 Schaden zu verursachen bei einem Treffer. Okay, das hat jetzt auch so einen Kometenschweif. Okay, das konnte ich an die Pfanne drauf machen. Kann es aber auch hier drauf machen. Lasst uns das mal erneuern. Steinhauttrank. Wenn du 45 Rüstung oder Schild hast, trinke aus und wandle 15 Leben in 30 Schild um. Wollen wir noch den Taschensand kaufen? Vielleicht. So, das war's jetzt aber auch mit meinem Geld. Shit, ich habe unten noch ein Schild. Habe ich ja komplett vergeigt. Naja, jammer's. Ab in den Kampf. Bei der Macht des Kapitalismus. Wieso hat die denn so viel Leben? Bewerf sie mit der Banane. Wieso treffe ich nicht? Hause fester. Glaubt es, uns geht's ganz gut? Ja, dein Knoblauch kann dir nicht viel bringen. Irgendwas mache ich richtig. Irgendwas mache ich falsch. Komm schon. Ich glaube, wir könnten uns oben auch beschlagen. Was? Oh, mit einem. Wie ist das denn ausgegangen? Boah, was ist da passiert und wieso kriege ich so wenig Geld? Pestflasche. Gegner regeneriert Leben. Trinke aus und verursache ihm 3 Gift und dir 1 Gift. Das klingt doch eigentlich ganz nett. Und die Axt braucht man. So, dann müssen wir mal ein paar Sachen hier lagern. Ich finde schön, wie die einfach hier reinfallen. So, ich will eine Axt. So viel weiß ich.
Dann Drachenklauen geht da immer noch irgendwie. Hat das irgendwie einen positiven Effekt? Vielleicht. Heilkräuter. Vielleicht braucht man die Bratpfanne nicht. Obwohl, die Bratpfanne ist besser als der Schmiedehammer. Ich mache auch gern viel Schaden. Kohlestück. Da drauf. Ich hätte natürlich auch gern das Gift. Das ist mir gerade zu teuer. Natürlich könnte ich das hier einfach verkaufen. Für 3. Gift. Und wo ist dein Sternchen aktiviert? Nirgends. Aber schade. So. Dann hätte ich doch ganz gern das Schild noch irgendwie untergebracht. Taschensand. Ja, kann man verkaufen erstmal. Wie gesagt, ich habe hier keine Ahnung. Ich versuche nur irgendwie nach Maßstäben. Erhalte 2 Maximalleben für jeden Kampfbeginn-Gegenstand. Das ist eigentlich relativ praktisch. Dann tu mal den Stein vielleicht doch noch rein. Ja, das reimt sich. Und das Schild, kann ich es einfach im Lager lassen? Ich hoffe mal. Dann wollen wir mal ab in den Kampf. Shit, verteile ein... Ah, okay, geht doch. So. Wieso hat die so viel Leben? Wieso hat die so viel Flammen? Was geht bei der Ullen? Nein, nicht verbrennen. Und wieso ziehe ich ihr so viel ab? Komm schon. Hau ihr aufs Maul, wir haben es gleich. Ja! Irgendwas mach mal richtig, was auch immer das sein mag. Flöte. Alle 5 Sekunden erhalte zufällig 14 Rüstung oder 2 Ausdauer oder 2 Glück. Das ist aber eine geile Sache. Stachelhalsband. Kampfrausch hält 2 Sekunden länger an. Unheilvoller Kristall. Gegner unter 30% Leben. Verursache plus 50% Schaden. Also das ist ja praktisch ein Muss. Das und die Flöte. Den kann ich sogar hier draufsetzen. Ich mag, dass da bei Pfanne Pandemie gerade stand. Okay, die sind irgendwie verlinkt. Keine Ahnung wie. Dann haben wir eine Ananas, natürlich. Die Flöte. Wo stecke ich mir die denn am besten hin? Im Ferienlager habe ich mir die... Ja, ihr wisst ja hoffentlich, wie das geht. So, Schwein kommt da rein. Okay. Wir versuchen das mal so. Und das Stachelhalsband reserviere ich mir. Und dann ab in den Kampf. Sie sollten all deine Sachen fürchten. Die hat ein Stachelschild. Komm schon, vergifte sie. Wer kriegt hier gerade mehr auf den Sack? Ich. Shit. Komm schon, hau sie. Die regeneriert ja immer. Was ist mit der los? Die hat so viel Fressen im Inventar. Also kann ich nicht gewinnen. Shit. Ich vergifte sie doch. Scheiße. Die war gut ausgerüstet. Eine Taube. Wendehals. Gegenstände aktivieren 5% schneller, bis zu 40% entferne ein Glück deines Gegners. Okay. Wäre sogar im Angebot. Oh, Hammer. 5 Schaden pro Sekunde. Her damit. Ich mache gern ganz viel Schaden. So, das muss man aber sehen. Das wollte ich doch nicht alles verkaufen. Ah, habe ich auch nicht. Gift. Giftiges Gift des Gifts. Kann ich mir eine Rucksackerweiterung noch irgendwie leisten? Vielleicht, wenn wir es erneuern. Da ist ein Turnbeutel, kostet 5. Sack voller Steine. Steine können wiederholt geworfen werden. Okay. Glaub, die Axt hätte ich aber auch ganz gern. Die Pandemie macht wie viel Schaden? 3,5. Dann verkauft man die Axt für 3. Dann können wir uns den Turnbeutel kaufen. Irgendwo dran dingeln. Die Frage wäre, wie am geschicktesten. Die Flöte kann dann dahin. Gift. Was hilft dem Gift? Nix.
immer die Frage. Das Schwein kommt wieder rein. So. Oh, Blaubeeren hätte ich natürlich auch gerne. So, irgendwie. Oh, das ist doppelt gut. Dann machen wir es vielleicht so. Warum auch immer, fragt mich nicht. Shit, meine Pfanne vergessen. Einfach meine Pfanne vergessen. Sind das jetzt einfach 3 Slots? Sieht so aus. Flöte mal raus. Pfanne rein. Flöte steck ich da oben vielleicht hin. Dann haben wir noch einen Platz frei. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt besser ist als die Banane. Okay. Das scheint irgendwas gebracht zu haben. Ich würde mal sagen, Kohlestück kommt wieder ran. Schild verkaufe ich mal, kriege ich gerade eh nicht unter. Keine Ahnung. So, meine Banane geht nicht rein. Das ist äußerst schade. So, okay. Die Blaubeeren sind auch mit dem Sternchen markiert. Fragt nicht... Ups. Ja, stimmt, das kann ich auch noch umhängen. Weiß nicht, was das bringt. Geh mal einfach mal in den Kampf und hoffen aufs Beste. Vielleicht ein paar Schellen für mich. Oh, shit, die hat 100 Leben. 112. Alter, ich krieg ja wieder auf den Sack. Ich dachte, ich mache ordentlich Schaden. Irgendwas mache ich falsch. Doch, jetzt mache ich Schaden. Komm schon, hau ihr aufs Maul. Oh oh, oh oh, das wird knapp. Das wird ziemlich knapp. Aktuell liege ich... Ich liege vorne. Hau ihr drauf. Ja! Wie auch immer das passiert ist. Gute Pfanne und gutes Geld. Amboss, erzeuge eine Flamme. Okay. Schlagring, 2 Schaden pro Sekunde ist gar nicht so schlecht dafür, dass wir hier ein Slot frei haben. Runen werden im Laden angeboten. Ja. Zeichen des Wolfs. Wolfgefährten werden im Laden angeboten. Während du mindestens 5 Pfeile nach oben hast, hast du eine 30%ige Chance, Debuffs zu widerstehen. Aha. Häuptling. Eingehender Schaden ist um 10% reduziert. Das wäre auch nicht schlecht. Lass mal das Gift, die Giftmischerei hier. Das ist natürlich hier wieder gut. Das ist Glück. Vielleicht doch den Schlagring. Nach unten zählt er irgendwie. Und wenn ich das hier eventuell noch ein bisschen besser hinstelle. Na? Macht er irgendwas damit? Okay. Mit der Pfanne? Warum nicht? Flöte kommt da rein. Banane kommt so rum. Hammer wirkt auf Schwein. Hohohohoho, übergroßes Großschwert her damit. Das wird jetzt ein bisschen kniffliger. Okay, der Hammer muss mal kurz... Oh, passt ja perfekt. Das passt ja perfekt. Irgendwie. Noch mehr Schaden müssen wir, glaube ich, erstmal nicht einteilen. Dornen. Ah, zu wenig Gold, das ist klar. Leben fällt unter 70%. Erhalte ein Glück, einen Pfeil nach oben und 8 Rüstung einmalig. Flöte können wir noch verkaufen. Stein. Ja, besser haben eigentlich als nicht haben. Ja, da können wir auch das Ding kaufen. Legendär. Wow. Muss das jetzt da unten hin? Bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Vielleicht muss das auch irgendwie hier hin.
Was soll's? Einmal aktualisieren. Oh, ich habe kein Geld mehr. Oh, heilige Rüstung reserviere ich mir. Und Turnbeutel reserviere ich mir. Ja, ich glaube, den Hammer können wir loswerden. Hammer 4 Gold bringt uns nichts. Ich kann es mit einem noch erneuern. Ah, shit. Hab eine 3 unheilvoller Kristall. Gegner unter 30% Leben plus so und so viel Schaden. Das wäre natürlich praktisch. Soll ich die Blaubeere dann wieder raushauen, damit wir den mal haben können? Ach, der geht sogar darauf. Dann kann er auch da drauf. Obwohl, lieber darauf, das macht mehr Schaden. Herz. Herzcontainer. Erhalte alle 3 Sekunden erhalte ein Herz. Das klingt gut. Reserviere ich mir. Und ab in den Kampf. Ja, ich verteile ein paar Schellen für dich, ist klar. Oh nee, ist die ausgerüstet. Ja, da kann ich ja gar nichts machen. Komm schon. Hä, wieso bin ich so stark? Wieso bin ich gerade so stark? Ich rasiere die ja blank. Ja. Ich mach die fertig, wollte ich sagen. Ich hab dir die Daumen gedrückt. Sie tun noch ein bisschen weh. Ja, du magst es angefasst zu werden, vielleicht an deinem Horn. Ah. Wenn du keinen Platz mehr hast, kaufst du mehr Rucksäcke. Oder verkaufst was. Ach, ich hasse Verkaufen. Nehme ich. Ich fand unsere Rüstung aber jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, was wir hier gemacht haben. Also das sah doch ganz gut aus, was wir hier hinbekommen haben. Schwein kommt rein. Will erstmal sehen, ob das überhaupt klappt mit der Rüstung. Sieht gut aus. Ich weiß nicht, womit die aktiviert werden kann. Wieso ist das jetzt eine verdorbene Rüstung? Und Banane. Mit Banane geht's immer besser. Dann, ja, Heilkräuter. Einmal verkaufen, obwohl Sparschwein verkaufen. Ich hätte nämlich gern den Beutel, wenn ich den schon reserviert habe. Jetzt bin ich halt zu pleite, um irgendwas reinzutun. Dornenpeitsche, brauche ich aber glaube ich nicht. Ich würde sagen, weiter in den nächsten Kampf. Für Freundschaft und Gold. Das ist ein Sensenmann, ein Sensenmädchen. Die hat aber einen richtigen Schlotzbärt da. Einen giftigen sogar. Guck mal, wie viel wir austeilen. Die große Waffe bringt was. Je größer die Waffe, umso besser. Das ist meine Einschätzung seit Jahren. Okay, jetzt ist es eine verdorbene Rüstung. Heilige Gegenstände erhalten Dunkelheit. 10% Chance für jeden Dunkelheitsgegenstand, Debuffs auf deinen Gegner davor zu schützen, entfernt zu werden. Okay. Absorbiert einen Schaden pro Marke, bla bla bla. Oh, hier ist auch ein Schlotzbär. Gegenstand Aktivierung, heile für 9. Was ist das? Kundenkarte. Erhöht die Seltenheit eines Gegenstands im Laden, wenn er erneuert wird. Das ist natürlich klasse, das nehme ich. Bin sehr für seltene Gegenstände. So, dann Knoblauch bringt, glaub ich, nichts. Schlotzbärt reserviere ich auch mal. Wir haben noch 4 Gold, dann nehmen wir halt den Knoblauch noch irgendwie mit. Ja. Und dann in der Hoffnung, dass wir irgendwas das nächste auch noch gewinnen. Keine Ahnung. Auf in den Kampf! Gegen Tung Yer. Und die hat viele Chilis dabei. Und sehr viel Leben, muss ich sagen. Aber wir haben eine große Waffe. Das ist immer klasse, eine große Waffe und eine Bratpfanne dabei zu haben. Merkt euch das, Kinder. Aber nehmt keine Waffe mit in die Schule. Das ist gar nicht gut. Shit, wir... Hä? Grad sah schlechter für uns aus. Ich bin zufrieden. Und 15 Gold. Nee, eine Axt, obwohl die macht 2,3 Schaden. Okay, passt. Heildrang. Leben fällt unter 50%. Trinke aus und heile 11 und entferne 4 Gift. Erstmal das goldene Herzchen hier.
Dann klingt es eigentlich auch gut. Kohlestück können wir nochmal an die Waffe tun, aber warum sollten wir das? Wir haben noch drei Gold. Weiß jetzt auch nicht so richtig. Vielleicht die Kundenkarte mal ablegen. Ich würde mir den Heiltrank mal reservieren und in den nächsten Kampf. Bei der Macht des Kapitalismus. Ja, ja. So, dann zeig mal was. Die ist aber auch gut ausgerüstet. Richtig geile Sense hat die. Aber wir schicken den Tod zurück, wo er hergekommen ist. Ab nach Hause. Oh, oh. Oh. Ja! Ich mag das, wie ich meinen Charakter gelevelt habe. Mit dem Rucksack Gegenständen versorgt. Fanfare. Ist ja wieder so kompliziert. Rubin ein, reflektiere zwei Dieber. Schlüpf nach zwei Runden in deinem Rucksack. Okay. Reserviere ich mir. Schild brauche ich nicht. Kundenkarte hätte ich gerne, aber ich brauche einen neuen Rucksack. Lederrüstung. Erhalte 45 Rüstung. Du widerstehst 3 Diebers beim Kampfbeginn. Für 4 Dollar nehme ich das eigentlich. So ein unheilvoller Kristall wäre natürlich auch nochmal praktisch. Können wir vor allem nochmal hier drauf tun. Erneuern wir nochmal. Trankgürtel. 4 Rucksackplätze. Ja. Kundenkarte rein. Kann das hier gesteckt werden? Ich kann mir nicht mehr viel leisten, deswegen. Naja, wenn sie nur 2 kostet. Platin-Kundenkarte kann gesteckt werden. Dann ab in den Kampf. Ja, ja. Die werden all meine Sachen fürchten. Oh mein Gott, was hat die denn für ein Outfit? Ist doch gar nicht Weihnachten. Oh je, die ist ja ähnlich gut ausgerüstet, wie ich die jetzt so gerne Mohrrübe. Fuck ey, hat die viel Leben. Ja, wir gehen gerade drauf. Wir gehen gerade so dermaßen drauf. Shit. War doch unser letzter Kampf. Oh, hohoho. Schaden. Wir brauchen mehr Schaden. Waffensockel. Bei Treffer 50% Chance, einen Buff zu stehlen. Das wäre nicht schlecht. Was verkaufen wir dafür? Den Knoblauch? Ne, der kostet 11. Das braucht mehr. Erstmal schauen, wie wir das Schwert reinkriegen. Weiß nicht, ob das in einen so einen Beutel eigentlich muss. Die Platin-Kundenkarte nach oben. Das Schwert da rein. Das da rein. Glaube ich mal. Kein Bananenbuff mehr. Knoblauch kann weg. Das reserviere ich mir. Ja, ja, ich weiß, ich habe viel reserviert. Ich krieg ja zu wenig Geld. Dann einmal erneuern. Oh. Ah, das ist alles reserviert, dann haben wir nur noch eins. Okay, wir haben jetzt nur noch die 2 mittleren reserviert. Ich will nämlich einen neuen Rucksack, aber erst beim nächsten Kampf. Ab geht's! Ja, ja, für Freundschaft und Gold, du mich auch. Ich glaube, das gewinnen wir. Geht das gleiche Schwert wie wir, aber wir haben ja viel mehr Waffen. Wieso hat die denn so viel Rüstung? Irgendwas mache ich gerade falsch. Irgendwas mache ich gerade falsch. Da kriegt man ja wieder. So, die 30-Minuten-Marke ist beinahe erreicht. Dann wird es wohl wieder Zeit für ein kleines Fazit. Ich bin generell nicht unbedingt ein großer Fan von Autobattlern. Der hier wirkt aber ganz sympathisch. Die Items sind soweit cool und ich muss sagen, ich steige im Moment noch überhaupt nicht durch. Wie ich mich hier gut ausrüste, was gut ist, wie auch immer. Die Steam-Reviews sind aber richtig positiv hierzu. Scheint also den Geschmack von vielen Leuten zu treffen. Genau. Was haltet ihr denn vom Spiel? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und schreibt natürlich auch gerne, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll.
Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.